Herzlich willkommen zum Baubericht der FUGOTEC Komatsu-Raupe. Heute baue ich mal die Pumpe ein und die Ventile. Das Ganze wird dann also in dieser RC-Einheit, die man ja von außen eigentlich erstmal bauen kann und nachher einfach einsetzen soll, gezeigt. Das ist der Rahmen, der Alurahmen. Und in diesem wird die Pumpe und die Ventile eingebaut. Vielleicht kurz zur Elektronik. Verbauen werde ich in meiner Raupe den Servonaut M220 Regler für die Ketten. Dann ein Roboroxy Brushless Regler für die Pumpe. Das ist ein 930er. Und um die Ventile anzusteuern, benutze ich HS82 MG Mikroservos. Von Hightech. Wie ihr sehen könnt, befindet sich das Ganze auf Seite 17 der Bauanleitung. Und ja, packen wir mal aus, was alles in dem Bottle zu finden ist. Und zwar einmal die Pumpe. Und natürlich die vier Ventile. Sowie Hydraulik-Schraubverbinder. Schauen wir uns die Pumpe mal ein bisschen näher an. Ja, das ist ein gutes Stück. Mit einem Graupner Kompakt 345Z Brushless Motor. Vier Ventile, worauf hier oben die Servos kommen. Als erstes werden die Ventile mit den Anschlüssen bestückt und dazu soll jeder Anschluss natürlich mit Dichtungsfluid eingesetzt werden. So, suchen wir uns mal die richtigen Anschlüsse aus für die Ventile. Das sind diese. Ich mache das aus. Zwei pro Seite. Also brauchen wir insgesamt hier 8 von den Anschlüssen. Und da haben wir es auch schon. Diese werden jetzt alle mit ausreichend Dichtungsfluid eingesetzt. Alle 8 sind eingeschraubt. Jetzt kommen noch an der Seite die 2 Anschlüsse mit den Überwurfmuttern. Und dann wird die Rückseite noch bestückt mit den Servohörnern. So, ich habe die Ventile mal gedreht. Hier kommen jetzt gleich die Servohörner rauf. Die werden bestückt mit M2x4 Schrauben. Ja, holen wir mal so ein Servo raus.
So sieht es nachher aus. Und eins von diesen Plastik-Servohörnern kommt jetzt gleich hier auf das Ventil. Dazu muss man wahrscheinlich noch das Plastik-Servo ein bisschen zurechtfeilen, beziehungsweise die Enden abschneiden hier, die man dann nicht braucht. Benutzen werde ich von den Servos dieses Vierfach-Servohorn. Das passt eigentlich perfekt. Und zwar muss man dann einfach nur in der ersten Bohrung in 2 mm Bohrer die Bohrung ein bisschen weiten. Und dann passt die Schraube da perfekt durch und direkt auf das Ventil. Wie man sieht, passt das schon richtig gut. Die anderen zwei Servohörner hier an den Seiten, die kommen dann gleich weg. Die werden einfach abgeschnitten, ein bisschen zurechtgefeilt. Und dann kann man das wunderbar auf das Ventil setzen. Alle vier Servohörner sind jetzt installiert. Jetzt können wir die ganzen Ventile in den Einbaurahmen setzen. Und zwar werden von unten mit zwei M2x12 Schrauben das Ganze gesichert. Hier und hier. Das Ganze wird dann so eingebaut. Und von unten verschraubt. Die Ventile sind eingebaut. Die Distanzstücke sitzen hier und auf der anderen Seite. Und von unten ist es angeschraubt, sodass sich hier nichts mehr bewegen kann. Im nächsten Schritt wird jetzt die Pumpe hier angebaut. Und zwar so das Ganze auf der Oberseite dieses Deckels dann passieren, so dass dann alles nachher so zusammengebaut wird und so sitzt. Jetzt werden die Anschlüsse an der Pumpe montiert und zwar oben kommt der 8 mm Anschluss ran und unten der 6 mm. Das Ganze wieder mit ordentlich Dichtungsfluid. Die Anschlüsse sind gesetzt. Jetzt kann das Ganze in den oberen Teil des Einbaurahmens angeschraubt werden, sodass das Ganze dann so, falls man das jetzt sehen kann, platziert werden kann. Die Pumpe ist montiert. Jetzt können beide Hälften zusammengeschraubt werden und zwar gibt es hier vier Verschraubungspunkte. Einmal hier oben, sodass beide Rahmenhälften zusammenkommen und einmal hier unten. Jetzt können die vier Servos angeschlossen werden. Einfach aufstecken auf das Servorohr und dann werden die mit Schrauben hier am Chassis oder beziehungsweise am Einbaurahmen gesichert. Thank you.